die Figur, sobald die Figur gezeichnet ist von mir, überwische ich sozusagen diese Zeichnung, sodass die Figur etwas Schemenhaftes, Comichaftes bekommt. Ja, und das ist halt seit längerem halt meine Handschrift. In den letzten 5 Jahren hat sich viel getan. Ich bin ja de facto aus der Malerei raus, bin auch mehr in die Installation. Der Stil hat sich bei mir auf jeden Fall weiterentwickelt, aber meine Handschrift erkennt man dann trotzdem. Na, ich bin wieder zurück zur Farbe. Was meine Kunst ausmacht, das hat was mit meiner Hintergrundgeschichte zu tun, das hat was mit meiner Herkunft zu tun. Das Thema Tier sehe ich in meiner Arbeit seit über 20 Jahren. Ich habe mich ganz lange mit dem Schicksal der osmanischen Armenier beschäftigt, den Zusammenhang mit der Türkei und den Türken, ihre Rolle da drin. Also ich bin auch im Grunde genommen ein sehr politischer Künstler, weil mich das immer fasziniert hat, was Geschichte in einer Gesellschaft ausmachen kann. Über die armenische Geschichte bin ich auch in die Gegenwart gekommen. Was macht unser Zeitgeist momentan aus? Themen, die wir vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten haben, sprich Globalisierung, sprich Migrationshintergründe, sind wieder an der Tagesordnung. Und ich versuche natürlich als Künstler Zeit auch gegenwärtig darauf zu reagieren und versuche das in meiner Kunst auch weiterhin zu thematisieren. Dementsprechend kam ich irgendwann zum Punkt, auch aus der klassischen Leinwand in die Installation zu gehen, indem ich meine Leinwände in Eis einfrieren lasse. Ich bin sozusagen in den letzten 20 Jahren wirklich von einer kleinen Leinwand in den großen Raum vorgedrungen, was die Kunst angeht. Ich habe das Thema, was mich seit 20 Jahren umgetrieben hat, ist auf eine globale, universelle Ebene gehoben.